Der Einzug linker Demonstranten in die Odermannstraße in Lindenau ist wohl der emotionale Höhepunkt der Antifa-Demo in Leipzig. Denn hier kippt um 16 Uhr der bis dahin friedliche Protest. Mit Feuerwerkskörpern beschießen die Nazi-Gegner ihr vermeintliches Ziel, das NPD-Bürgerbüro in der Odermannstraße 8. Ziel einer politischen Kampagne ist natürlich auch, die Inhaber dieses Zentrums, die NPD und die Freien Kräfte, so ein bisschen einzuschüchtern und vielleicht auch in die Ecke zu drängen, sodass sie vielleicht gar keine Lust mehr haben, irgendwann dieses Zentrum hier in Leipzig vorzuhalten. Fans Off nennt sich die Kampagne verschiedener linker Gruppierungen, die zur Demo aufgerufen hatte. Der Verfassungsschutz stuft diese als linksextrem ein. Den Verbalradikalismus, der dort zum Teil gefahren wird, den finde ich nicht gut. Den finde ich auch zum Teil höchst problematisch, auch die Ansagen zum Teil vorn. Auf der anderen Seite ist das deswegen noch nicht alles sofort linksextremistisch. Wir müssen uns alles Mögliche in unserer Gesellschaft anhören und das muss sich auch der Verfassungsschutz antun. Zu überhören sind die 1500 Demonstranten bei ihrem Aufmarsch kaum. Auch die direkten Nachbarn am Lindenauer Markt unterstützen die lautstarke Protestbewegung. Die Grundhaltung, sich gegen dieses NPD-Büro aufzulehnen, die ist inmitten auch der Bürgerschaft vorhanden und nicht nur abzuqualifizieren, das sind nur ein paar Chaoten. Und der Protest muss sein. Protest, in welcher Form auch immer, wird es in Leipzig weiterhin geben. Ich denke nicht, dass die Demonstration heute das Ende der Aktivitäten sein soll, sondern ein vorläufiger großer Höhepunkt.